Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trials Rising. Auf geht's in die University. Ich habe hier zwar schon Level 82 geschafft, bin sogar schon Level 83, aber irgendwie schaltet sich das Rear-Wheel-Bounce-Dings nicht frei. Keine Ahnung. Und das da muss ich auch noch irgendwie freischalten. Weiß ich aber noch nicht, wie es geht. Egal, finde ich raus. Hier überall ist noch die Birne vom Professor Fat Shady. Weil ich muss das Zeug halt noch komplett durchkriegen, mit ohne Fehler und so. Diesmal kommen die Uphill Obstacles. Gucken wir mal, was er da zu sagen hat. Anstiegshindernisse. Nur weiter mit deinen Studien. Mit jeder neuen Technik verbessern sich deine fahrerischen Fähigkeiten und das Verständnis für dein Motorrad. Solltest du jedoch noch Fragen haben, die nicht in einer Lektion beantwortet werden, wende dich an @uniofTrials. Kein Plan, wo gebe ich das ein? Auf Google Suchmaschine. Es gibt auch noch so ein anderes Ding, da steht /r/trials game oder so, glaube ich. Weiß ich auch nicht. Egal. Professor, sag an, was muss ich tun? Schätze mal, irgendwo hochfahren. Glaube ich. If you're watching this, you've chosen to be the best rider you can be. And wow, that gets me excited. As you've made it this far, it's time to ramp up the difficulty with the next lesson, Uphill Obstacles. For the purposes of this lesson, uphill obstacles refer to any time you approach a jump from an uphill slope or a ramp. If you haven't already figured this out, now is the time to truly master throttle control, which is where you use the gas very gently and only enough to maintain control without flipping backwards. Before you even get into this lesson, practice slowly going up and down at the start of this track, only using throttle control to maintain grip. Most steep inclines you come across can be passed by using this technique, so it's a very helpful thing to master. Where uphill obstacles get more complicated is when additional objects are included, such as a vertical section at the top. The technique here is to accelerate at the base of the ramp, but after you build up speed, ease off the gas. Only when your front wheel has cleared the obstacle, lean forward and you'll get over the object. If you hold gas all the way to the top, you'll be pushed backwards, and as you'll learn, sometimes going slower will actually be faster. As you get to the harder grades, there will be jumps where you don't seem to have enough height to get over them. The trick is to lean backwards and slam your rear wheel into the obstacle and then lean forward. But we'll cover that more in the next lesson. There is one last technique that is especially useful when climbing high objects. When only your front wheel is in contact with the object, press brake. This will allow your momentum to carry your bike over, and when the rear wheel is higher than the front, let go of the brake and roll forward. If you're having trouble getting the back wheel high enough, rapidly tap brake while accelerating and your rear wheel should rise up. This is a hugely important technique, but unfortunately, I can't say its name. Let's just call it flapping? On that note, let's get right into the next track. Alles klar. Ich glaube, ich werde mich irgendwann doch mal nach hinten lehnen. Und schon am Anfang. Aber egal, geschafft. So. Es ist sogar hier schon politisch korrekt Flapping genannt worden. Und das hieß vorher anders. Fast vergessen, vor lauter Style hier jetzt zu reden. Apropos reden. Hoppla, das war zu viel Bremse. Das auch. Hä? Oh, hab's geschafft. So. Ich hab nämlich mal wieder neues Zeug. Haha, geht auch so. Aber ich glaube, das soll ich nicht so machen. Aber klappt. Oh, da wird's höher. Moment, nach hinten lehnen. Okay, doch nicht. Hoppla. Okay,
zu früh gebremst. Aha. Boah. Moment. Bevor ich jetzt anfange zu quatschen, muss ich erstmal hier die Lektion schaffen. Der will doch, dass ich das Hinterrad da reinhau. Hoppla. Okay, so klappt es nicht. I honestly didn't think you'd make that, but you proved me wrong. A plus. Yeah, A plus. Die Sache ist nur die, so hätte das, glaube ich, nicht laufen sollen. Aber egal, üben muss ich sowieso noch. So, jetzt. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal mitgekriegt hier mit dem Tübi, der vor der Polizei abgehauen ist. Mit dem Auto und dann in mehrere andere Autos reingekracht ist. Und das klingt jetzt vielleicht für so einen kleinen Banker wie mich ein bisschen komisch, aber ich bin irgendwie bei dem Polizist. Weil, ganz ehrlich, der Polizist soll jetzt ein Disziplinarverfahren an die Backe kriegen, weil er geschrien hat, aus der Karre raus, du Wichser. Ich sag's einfach mal. Ganz ehrlich, ich bin dabei den Polizist. Wenn mich einer gerade noch überfahren wollte und dann abhauen will und irgendwo reindonnert, ich glaube, da hätte ich auch nicht so wirklich freundliche Wörter für den. Oder wie seht ihr das? Also, weiß nicht. Ich würde ja sagen, den Polizist trifft da nicht wirklich eine Schuld. Was haben wir denn da? Motivation Mountain habe ich, glaube ich, schon mal. Was haben wir denn hier noch? Ach hier. Ölstreik. Nehmen wir die einfach mal. Mal gucken, ob ich die hinkrieg. Vielleicht haue ich noch eine extreme hinterher. Eine schwere. Aber weiß ich noch nicht. So. Das nächste, wenn wir dann schon bei der Polizei sind. Und der kleine Punker. Ich bin ja früher mal so in so ein paar bestimmten Bars und so gewesen. Teilweise manchmal auch noch in so einem besetzten Haus oder so. Weil, das Thema geht mir jetzt langsam echt auf den Keks, aber es ist schon wieder so, dass ich das nächste Ding rausgefunden habe. Und zwar gibt es jetzt irgendwie anscheinend Kerle, denen das Dödel zeigen irgendwie zu langweilig ist. Und deswegen gehen die jetzt hin und schreiben die Frauen auf eBay Kleinanzeigen an. Und das ist irgendwie auch wieder so ein komisches Zeug, wo ich irgendwie nicht wirklich leiden mag. Ich weiß nicht, gibt es irgendeine Seite oder so, wo heißt die 100 dümmsten Wege einer Frau näher zu kommen oder so? Weiß nicht. Weil so langsam frage ich mich, wo die ganzen Ideen dafür herkommen. Weil mir wird es nicht ein Traum einfallen, so einen Case zu machen. Ah, geh mal ohne lang. Auf jeden Fall habe ich mich da mal so ein bisschen dran erinnert. Also wenn man so Gleichberechtigung und so einen Käse vielleicht mal lernen will oder lernen muss, sagen wir so, dann wäre es vielleicht für manche gar nicht mal schlecht, wenn die in so einen Laden mal reingehen würden. Weil da kriegst du dann manchmal eine geklatscht. Manchmal aber auch nicht.
Weil in dem einen Laden, wo ich war, gab es halt Männer- und Frauentoilette. Problem war nur, die Frauentoilette war nicht wirklich funktionstüchtig. Und deswegen mussten die Frauen auf die Männertoilette. Und da gab es da sozusagen die ungeschriebene Regel, dass die Männer das Stehdings benutzen und die Frauen durften die Kabine nehmen. Wäre andersrum auch ein bisschen komisch gewesen, aber das war da so. Und wenn mal ein Kerl sich in die Kabine verirrt hat, dann gab es da ein paar Regeln. Sowas wie, wenn du da reingehst, dann hock dich hin. Wenn dich nicht hinhockst und das Ding, die Brille hochklappst, das Ding, die ganze Schüssel hochklappst, dann klappt das Ding wieder runter. Und wenn du nicht spülst, darfst du am nächsten Tag kommen und das Ding nämlich putze. Weil, das weiß ich auch nur, weil ein Kumpel von mir ist immer abends dort gewesen und am nächsten Tag ruft er mich an, so nachmittags. Hey, kommst du mit? Und ich so, hey, warum? Wir waren doch gestern erst da. Ich würde gern noch ein bisschen weiter schlafen, so bis 5 abends. Weiß auch nicht warum. Und dann hat der da putzen müssen. Und das hat er sozusagen von sich aus sogar gemacht, im Prinzip. Weil er gewusst hat, wenn er das nicht macht, dann schallert's. Und da gab es auch mal so eine Situation, wo ich mit Kumpels auch dort war. Und nach so ein paar Bier, da musste halt mal wohin. Dann bin ich da an die Pissrinne. Und dachte mir so, alles klar, was ist das da für ein Tippkick-Tor da drin? Oh. Und da hing ein Ball dran. Für die Kerls, damit sie leichter zielen können. Und ich gehe da hin. Denk mir so, ah ja, guck mal, wie oft ich Tore machen kann. Und dann hat sich der Ball verfärbt. Und ich, natürlich ein bisschen angeheitert so, guck mal, der Ball verfärbt sich. Da waren da so 2 Mädels. Die haben das mitgekriegt. Und dann standen die plötzlich da, neben mir an der Toilette. Und wollten gucken. Und ich so, nicht gucken. Und die so, wir gucken dir schon nichts weg. Und ich so, gut. Weil ich hab schon Angst gehabt, ihr klaut mir jetzt der Ball. Und dann treffe ich nicht mehr. Und dann mussten sie lachen. Und dann hat die eine gleich gemeint so, aber der Ball verfärbt sich doch gar nicht. Was laberst du? Und dann habe ich halt gesagt, der Ball ist jetzt auch angepisst. Der muss sich erst wieder beruhigen. Weil... Das habe ich ja erst gemerkt, als ich da voll dabei war. Dann piekst die eine mich in die Seite und sagt so, halt mal an. Und ich weiß nicht, könnt ihr ja mal Bruder, Vater, Freund, einen Typ im Krankenwagen, keine Ahnung, fragen, so mitten im Strahl anhalten. Hey, das ist nicht gerade angenehm. Und... Dann hat die eine gemeint, so, ich will das aber sehen, wie der sich verfärbt. Und ich so, warte halt 20 Minuten, dann komme ich wieder. Da war ich dann schon am hier Waschbecken und hab mir die Hände gewaschen, weil das ist das nächste Ding. Wenn du da irgendwie eine Chance haben willst, dann musst du dir die Hände waschen. Weil die sehen das alle. Und dann mit so frisch, nicht gewaschenen Händen keine Chance. Hoppala. Und dann hat die eine halt gemeint so,
Was hast du für eine Studentenblase? Und ich so, ha, das hat nichts mit Studentenblase zu tun. Weil, sind wir mal ehrlich, sobald das erste Mal auf dem Klo warst und gepieselt hast, dann bist du wie so ein Durchlauferhitzer. Beim Bier. Ob kalt, nein, und warm wieder raus. So. Ein Bier, ein Toilettegang. Sag mal. Und, der Witz war, ich hab halt gedacht, die machen Scherze. Ich bin dann später nochmal aufs Klo. Und auf einmal sind die aufgestanden, kamen da an und stellen sich direkt an die Kabine-Dinger da, also an diese Trennwände dran und warten drauf, dass ich auspack und da anfange leer zu machen. War lustig. Aber da käme keiner auf die Idee, irgendwelche blöden Sachen zu machen. Weil, wie gesagt, da ist mit Gleichberechtigung und so ein Zeug, das kriegst du da eingetrichtert, wenn da Scheiße baust. Mist. Und, es war einmal. Einmal war's, wo ich mitgekriegt habe. Da bin ich auch wieder mit Kumpels darum gesessen. Und normalerweise urteilen wir dort nicht so mit, wie die Leute angezogen sind, wer die Leute sind, wer daherkommt und so. Wie gesagt, alle gleich und so ein Zeug, ne? Aber das waren so komische Kerls, die anscheinend nicht in eine Disco reingekommen sind, weil die hatten... Achso. Weil die hatten nämlich so die typische Disco-Klamotte an, wo du gedacht hast, so, das passt jetzt nicht ganz. Die sind wahrscheinlich irgendwie nicht in ihren Club da reingekommen oder so. Die haben sich gedacht, gehen wir halt mal dahin. Wie soll ich denn da hochkommen? Da irgendwie auf dem Hinterrad nur Mist. Ja, auf jeden Fall sind die halt dann da irgendwie reingekommen, zu dritt. Und sind da rumgelaufen. Und irgendwann ist so einer von den Kerls zu einer hingegangen. Und ja, wie soll ich sagen? Er hat gemeint, er muss ihr an die Brust fassen, einfach so, ohne Vorwarnung, ohne was, kam da von hinten angelatscht und tut das halt. Und dann hat die sich halt umgedreht und hat ihn gefragt, ob er noch ganz normal ist. Und dann meinte der Typ so, er muss doch gucken, was er da anmacht, weil sie hat ja so eine beschissene Klamotte an. Und er muss ja wissen, was er da halt, wie gesagt, anflirtet. Daraufhin habe ich gedacht, ey, das Mädel muss Tischtennisspielerin sein. Die hat dem einen Rückhand-Topspin in die Fresse geballert. Den hat's auf die Couch geklatscht. Da war ich erstmal ein bisschen verwirrt. So wie mein Fahrer gerade, der weiß auch gerade nicht, was er da gemacht. Und da standen dann schon ein paar Kerls hinten dran. Wohlgemerkt, sie kamen nämlich auch nur mit Mädels an und es waren irgendwelche Typen aus der, ich nenne es jetzt einfach mal Bar, ist einfacher. Die dann halt da hinten dran gestanden sind und geguckt haben, was der Typ da so macht. Und ich sag mal so, der dachte sich wohl, er macht's wie beim Baseball. Erstmal einfach ungefragt irgendwie das Mädel da anlange. Strike 1. Strike 2. So einen dämlichen Spruch drücken.
von wegen, er muss ja erstmal angucken, was er da. Oder ausprobieren. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Was er da denn für eine Ware kauft. So hat sich's angefühlt, was der Typ denkt. Kann eh nicht verstehen, wie das manche denken können. Hä, wo muss ich lang? So, jetzt aber. Ja. Und sein dritter Strike, der kam dann in Form von, er muss ja eine klatschen und sagen, ey, sei doch froh, dass dich überhaupt einer knallen will. So, irgendwie. Daraufhin wurde der Typ mit seinen zwei Kumpels aus dem Etablissement hinaus befördert. Weil Security gab's da nicht, das haben wir eigentlich alles immer selber geregelt. Und es kam eigentlich, also bei mir, oder besser gesagt, wo ich dort war, kam das einmal vor. So, jetzt aber. Oh, ich glaube, das war zu weit. Ach, da muss ich hin! Oh, warte. Bergab kein Gas geben und so, ne? Mist. Und vielleicht ein bisschen weiter hinten landen. Ah, okay, war schon mal weiter. So, das war das. Und ich habe schon wieder denselben Fehler gemacht, ich Idiot. Nein. Ach, Kacke. Jetzt habe ich zurückgesetzt. Dann habe ich jetzt auch keinen Bock mehr auf die Strecke. Genau. Also wie gesagt, wir haben das eigentlich immer selber geregelt. Bei uns gab es da, glaube ich, nie eine Security. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht mal, wenn da Bands gespielt haben oder so, war da irgendwie Security oder so. Die Inhaber sind meistens irgendwie am Eingang gehockt und haben halt Kohle kassiert und Stempele gegeben, dass du wieder reinkommst. Weil drin durfte man nicht rauchen, dann musste man halt rausgehen. Und damit die wieder reinkommen oder dass die wissen, dass die schon bezahlt haben, haben die halt Stempel gemacht. So. Habe ich da noch irgendwas von? Nö. Das andere Ding, da bin ich noch selber mit dem Fahrrad rumgefahren und bin halt mal zum Kumpel gefahren, so Freitagnachmittags, und und da bin ich halt da rumgefahren in Richtung Kumpel. Und da war ich 14, 15. Keine Ahnung. Fahr halt in die Richtung. Und dann kommt mir so eine, ja, irgendwas über 30, 40-Jährige da entgegen. Stolpert, fliegt hin. Weil ich halt von Hause aus, hallo, was ist los? Weil ich halt von Hause aus so erzogen wurde, hilfsbereit und so ein Quatsch zu sein. Ach, das ist wieder so eine Map, die hier. Bin ich halt hin und hab da halt gefragt, ob alles in Ordnung ist und so ein Zeug. Und dann meint die, mich umarmen zu müssen und fängt an, mich abzuschlabbern und was weiß ich was. Und ich denke mir so, Alter, was geht mit dir? Und dann hat sie angefangen rumzulabern. Oh, ich lieb dich so und was weiß ich was. Und ich dachte mir so, Alter, du hast irgendein Problem. Ja, ging dann so weit. Ich habe die, glaube ich, noch zweimal gesehen. Und
Wenn du so als 14-, 15-Jähriger sowas, ja, mitkriegen, kann man ja nicht sagen. Wenn dir sowas widerfährt, sagen wir es so, da bist du nicht geil drauf, wenn da irgendwie so eine alte Kräuterhex hier dir mitten auf der Straße hinterherbrüllt. Ich liebe dich, bleib stehen und was weiß ich was. Ging halt so weit, dass ich irgendwann eine andere Strecke zu meinem Kumpel genommen habe, weil ich keinen Bock hatte, dass die mir nochmal begegnet. Hä? Was ist das für ein Käse? Okay. Haha. Nicht nochmal. Scheiße. Okay. Nicht so viel Gas. Was ist das für ein komisches Kissen da gewesen? Ja. So, ne? Auf jeden Fall war das auch so eine komische Sache irgendwie, dass die da immer so ankamen mit hier, ich liebe dich und keine Ahnung. Und vor allem dann auch direkt mit dem Rumgeschlabber. Und das fand ich halt, wie gesagt, eklig, dass ich halt irgendwann gesagt habe, ich nehme einen anderen Weg zu meinem Kumpel. Nur mal so, was mir so passiert ist. Hab nämlich mal wieder in meinen Erinnerungen gegraben. Oder halt in der Nase gebohrt, je nachdem, wie man es sehen will. Woo! Raketen-Johnny, was geht ab? Okay. Alles klar. Ja. Auf jeden Fall war die halt irgendwann auch mal weg. Dann konnte ich wieder den normalen Weg nehmen. Und auf demselben Weg, das war dann nicht mehr so geil, bin ich auch zu dem Kumpel, war allerdings ein paar Jahre später. Und der hatte Geburtstag und dann bin ich irgendwann, keine Ahnung, lass es 4:30 gewesen sein, bin ich nach Hause, bin gelaufen. Weil ich keinen Bock hatte, weil ich auch kein Licht hatte am Fahrrad. Ach, nimm mal das, scheißegal. Habe ich halt gedacht, ich lauf. Und da war ich da so auf dem Heimweg. Es hat geregnet wie Sau. Und so auf der Hälfte vom Weg, es waren so, keine Ahnung, 6 Kilometer oder so. Also für Dorfkinder nix im Prinzip. Bin ich halt nach Hause gelaufen und auf dem halben Weg kommt mir ein entgegen. Man hat schon gehört, dass er heult. Und keine Jacke, kein nix, kein Schirm. Und weil sie halt geheult hat, habe ich halt gefragt, so, ey, alles in Ordnung. Das kam bei der irgendwie nicht so gut an. Weil sie mich direkt angeschnauzt hat, so nach dem Motto, du willst doch auch nur das eine. Und dann dachte ich so, von mir aus, geh halt weiter, so. Und dann dachte ich so, irgendwas kann da nicht normal sein. Du rennst doch nicht nachts um irgendwas zwischen 4 und 5 hier ohne Jacke, ohne was, heulend in der Nacht rum. Und dann, weil sie mich halt angeschrien hat und irgendwie sich von mir nicht helfen lassen wollte, hab ich halt bei der Polizei angerufen. Und weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man halt ein bisschen voll ist und dann irgendwie bei der Polizei anrufen muss, dann hast du auf einmal so eine Konzentration, dass du fast schon Hochdeutsch schwätzen kannst, also besser als ich jetzt gerade selber. Ah, verdammt, das wäre jetzt geil gewesen, wenn ich das so gerettet hätte. Aber das wollte er nicht. Mist. Ja.
Auf jeden Fall habe ich halt dann bei der Polizei angerufen und habe halt gesagt, ich bin jetzt seit hier und hier auf der Straße und da läuft eine, die ist hier ziemlich durchnässt und ist am Heulen und was soll ich machen? Und dann hat der freundliche Polizist gemeint, ich soll ihr hinterhergehen, was ich irgendwie nicht wollte, aber halt, weil der gesagt hat, ich soll, habe ich halt ein bisschen Abstand gehalten und bin da hinterhergelaufen. Weil er hat gesagt, ich soll am Telefon bleiben und sagen, wo die rumläuft. Damit die Streife, die er jetzt losschickt, weiß, wo sie hin müssen. Ja, irgendwann kam dann das Auto. Hab gesagt, da vorne, da ist sie. Dann hat sie sich erstmal drüber aufgeregt, dass ich halt die Polizei gerufen habe. So, wieso hätte ich mir jetzt die Bullen auf den Hals? Bin ich jetzt hier richtig, oder? Oh, anscheinend nicht. Anscheinend doch. Boah, gut. Komische Palette. Die schwebt. Ja. Und dann haben sich halt die Polizisten mit der unterhalten. Und soweit ich das mitgekriegt habe, war sie irgendwie bei einem Typ. Der hat einen Filmabend gemacht, also so in Anführungszeichen, weil er gemeint hat, es ist jetzt irgendwie anscheinend das dritte oder vierte Date und da muss jetzt was gehen. Und da hat er sie halt mal angepackt und dann ist sie geflüchtet. Und sie rannte dann schon, ich glaube, 2 oder so Stunden durch den Regen, bis sie dann halt auf mich getroffen ist. Und komm, die hau ich noch rein. Und das hat die dann halt der Polizistin erzählt, weil dem Polizisten wollte es nämlich auch nicht erzählen. Und er hat sich dann bedankt, hat gesagt, ja, hier, alles klar und so. Dann wollten sie mitnehmen. Ich hab dann zu dem Mädel noch gesagt, ey, hier, tu mal die Mama anrufen. Oder eine Freundin, keine Ahnung. Vielleicht die beste Freundin. Weil ich könnte wetten, um die Uhrzeit ist es denen scheißegal. Wenn sowas passiert ist, da sind die sofort da. Und da kann man sich dann in sicherer Umgebung miteinander mal darüber unterhalten. Das macht's vielleicht ein bisschen einfacher. Also das habe ich nicht alles gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, ruf Mama oder Freundin an. Der Polizist meinte noch so, hä? Willst du, dass wir dich heimfahren? Und ich so, was? Ich? Nö. Ich schaff das schon. Außerdem mit der im Auto, die hat mich blöd angemacht. Will ich nicht. Hat er lachen müssen? Ich hab mich umgedreht, wollte gehen. Hab dann so nach 3 Metern gemerkt, warte, wieso habe ich einen Geldbeutel in der Hand? Und hab dann erst gemerkt, scheiße, der hat ja noch meinen Ausweis. Hab mir dann den Ausweis abgeholt, bin nach Hause gelaufen. Und da könnt ihr mich jetzt white knighten oder was weiß ich was, simpen, keine Ahnung, was für eine Kacke das heutzutage alles so heißt. Und ich hab die halt so ein paar Jahre später nämlich wieder getroffen. Hab mich aber nicht mit der unterhalten, weil die ist da rumgelaufen mit Kinderwagen und einem Typ. Und war am Grinsen. Und weiß nicht, es hat sich irgendwie ein bisschen männlicher angefühlt, da mal bei der Polizei angerufen zu haben und jemandem geholfen zu haben, als sich zu denken, ach, ich gehe jetzt mal auf irgendeine Social-Media-Plattform meiner Wahl und schick da Hunderten von wildfremden Frauen mein Dödel und sing dabei wahrscheinlich noch This is my Pipi. Keine Ahnung. Hat sich, wie gesagt, irgendwie besser angefühlt. Und selbst beim Erzählen jetzt fühlt es sich Jahre später noch besser an als so ein Blödsinn. Könnte an der Erziehung liegen, könnte daran liegen, wo ich alles rumgehangen bin. Aber, weiß nicht, ich verstehe es nicht, wie man auf solche Ideen kommen kann.
Nach dem Motto, ich schick mal mein Dödel rum, ich schreib mal irgendwelche wildfremden Frauen auf eBay an und will von denen eindeutiges Zeug. Da muss ich auch noch dazu sagen, das kann man da harmlos sagen. Keine Ahnung. Das harmloseste, was ich dort gesehen habe, das war so, hä? Was ist denn das für ein Käse hier? Auf jeden Fall, das war so, hä? Haha! Jetzt noch zum nächsten Checkpoint kommen. Moment. Auf jeden Fall, das harmloseste, was ich gesehen hatte, war dann sowas wie, ich bin sehr wohlhabend, ich gebe dir 2000 und du musst nur zugucken. Langt schon für mich, dass es eklig ist. Und bei dieser Reportage, die ich gesehen habe, hat der eine auch gemeint, er geht lieber solche Sachen ein, als dass er zu einer Prostituierten geht, weil die sind ja nicht sauber. Und da denke ich mir, du bist auch nicht ganz sauber. Dass du lieber so einen Scheißdreck machst. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Könnten wir uns mal ein Beispiel nehmen bei, wo ist es, Norwegen, glaube ich. Die haben jetzt irgendwie so ein Prostitution ist bezahlte Vergewaltigung oder so Gesetz rausgehauen. Und die können nicht mal mehr in andere Länder gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil wenn die zurückkommen, können sie dafür auch noch belangt werden. Dass sie da außerhalb irgendwo geschnackselt haben. Verstehe ich nicht, wie man auf solche Ideen kommt. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, das in der heutigen Zeit ist das eh komisch. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Ich hoffe mal, ich krieg irgendwann nochmal andere Themen irgendwie zusammen. Aber in letzter Zeit ist echt so, ein so ein Blödsinn nach dem anderen. Oh, die war ja kurz. That's what she said. So. Aber könnt ihr euch ja mal in den Kommentaren unterhalten. Die gefällt mir, die war kurz. So. Weil, ich würde sagen, das wär's mal für diese Folge. Weil ich muss nämlich auch noch Zeug installieren. Ich habe jetzt, ich glaube, vorher eine Dreiviertelstunde lang nämlich hier rumgesucht, weil es geknistert hat hier. Und da war noch so eine blöde Grille hier im Zimmer. Und die hat am Karton rumgeknuspert von dem, was ich mir jetzt bestellt habe. Und das muss ich mir erst noch installieren. Und vielleicht kommt es ja sogar jetzt am Samstag schon. Muss ich mal gucken. Also. Guck mal hier, 15.016 bin ich. Wie lange geht der eigentlich noch? Hier. 5 Tage noch. Ich glaube, dann werde ich, während ich installiere, das dann noch weitermachen ein bisschen. Mal gucken, ob ich noch Gold kriege oder so. Eigentlich will ich ja alles schaffen, aber ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin. Gucken wir mal. Vielleicht sieht man das ja in der nächsten Folge schon, wie viel von dem Zeug ich zusammengekriegt habe. Allahop! Bis dann!